So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. So, Kettensäge ran. Kurz mal hier mal alles ein bisschen planieren. Was ist denn hier? Was ist das? Was ist denn das für ein Durcheinander hier? Ach, was ist denn hier für ein Durcheinander? Das geht dahin. Eigentlich müssen wir das ganze Gerünste hier rausreißen. Ist denn eigentlich Platz in der Schule hier? Warte mal, das wollte ich jetzt gar nicht. Da ist wieder Luft. Oh, was ist denn hier los? So. 17%, was? Du bist Lehrer, hier raus. Wo kommen wir denn da hin, sag mal? So. Aber das hier muss mal aufgeräumt werden. Das sieht ja furchtbar aus. Was haben wir denn hier? Wir haben einmal eine Leitung von... Ja, 288%. Wundervoll. So, warte mal. Dann haben wir... Das müsste einmal komplett weg. Die Leitung müssten wir auch mal rausreißen. Und die erst recht. Wo geht die denn hin? Brillanz da hoch. Bis hier oben hin. Haben wir da keine Untergrundleitung? Was ist denn das hier? Da läuft eine Kabel da oben hoch. Wunderbar. Weißt du was, sonst reißen wir die raus und dann kommt dann unterirdisches Kabel rein. Mit der Hoffnung, dass es reicht. Ja, dass es eventuell funktioniert. Hier genauso. Vielleicht klappt das mit einem Stück Kabel. Ich würde sagen, machen wir mal. Oh, eine Stromgeschichte wieder rumfummeln. Das ist immer so eine Sache. Wir machen mal kurz auf Pause und reißen das mal raus. So. Strom einmal wegnehmen. Und zwar der hier bis dahin. So, das mal rausnehmen. Weil das können wir auch gleich machen, ne? So. Den einmal rausnehmen. Und zwar bis dahin. Zack. Und einmal das hier rausnehmen. Der hier. Von mir aus bis... Der kann bis nach oben weg, ne? Bis dahin, ne? Bis dahin. So. Welche war es jetzt? Die hier, ne? Die ist gut. Warte mal, die hier müssen wir noch abreißen. So. So, auch weg. Warte. Jetzt geht's los. So. Strom. Das war eine 2,3. 1,45. Das mehr haben wir nicht. Musste reichen. Oder muss reichen. Mehr haben wir nicht. So, bis dahin. Warum machst du so einen wahnsinnigen Knick? Warum machst du so einen wahnsinnigen... Das ist furchtbar. Warte mal. Warum so einen wahnsinnigen Knick? Was soll das? Dahin direkt Verbindung. So, dahin. Da habe ich es hin. So. Den hier nach da drüben hin. Wupp. Und den einmal quer durch den Laden bis dahin. Andere Infrastruktur im Weg. Was ist denn da im Weg? André, was ist denn da los? Ich will dahin. Aha, jetzt geht's. Warte, muss ich das mal wegreißen? Sekunde. Strom da. Bis dahin nochmal wegziehen und warte. Von da aus hier rüber, ne? Ich will da irgendwie runter. Denn daran. So. Passt. Ich hoffe, das reicht vom Strombedarf. Ich hoffe, das klappt. Ja, dann mach mal, ne? Schabups. So. Saft ist wieder da. Ist da. Wunderbar. Hier auch, ne? Strom ist da. Gut, dann haben wir auf jeden Fall Platz hier, ne? Hier ist Luft. Strom ist da, wunderbar. Ich wundere mich bloß, dass hier nicht so viele Leute mehr wohnen. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, weil Kriminalität eventuell. Aber wir haben doch die Polizei hier um die Ecke. Oh oh. 6.
Arbeiter ohne Job. Das ist, glaube ich, das Problem. Die Arbeitslosen, die machen hier Terror. Die machen hier Ärger. Sowas wollen wir hier aber nicht. So. Waren das die gleichen Hütten? Ja, das sind die gleichen Buden, ne? Die sind ein bisschen anders. Die sind ein bisschen anders, weil... Was haben wir hier? 89%. Warte was. Die nutzen wir auch. Die nehmen wir. Was haben wir denn sonst noch hier? 80, 180 Leute. 500. Nee, warte mal. Die ist schon gar nicht schlecht. So. Die sollen sich auch wohlfühlen, ne, wenn sie da wohnen. Oder wir wollen es auf jeden Fall... Wir tun so, als ob sie es wollen. Wollen würden. Ne? Machen wir mal so. Wie haben wir das so hingebaut? Warte mal, können wir da nicht eine Straße zwischen bauen? Bestimmt, ne? Also hier ist so schön viel Platz. Hier könnte man so richtig sie austoben, ne? Ne, warte mal. Ich muss das mal wieder ausmachen hier. Oh, das wäre da fast schief gelaufen. Wäre da fast schief gelaufen. Da nochmal einen hin. Und da nochmal so einen kleinen netten Block, ne? Und hier hätten wir auch nochmal Luft für einen. Ja, wir bauen nur zwei. So. Erstmal Straße mal gucken, ob wir das hinkriegen hier. Mich hier eine Straße raus. Können wir das ein bisschen gerade hin? So ein bisschen so. So schon ja, ne? So ist gar nicht mal so doof. Den können wir mal hier rausziehen. Ich hoffe mal, dass das uns jetzt nicht den Kreisverkehr zerstört, ne? Oder wir müssen hier noch einen zweiten bauen. Fragen über Fragen. Wir ziehen das mal so hin, ne? So. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir einen Fußweg. Und zwar... Ach, wir brauchen ja irgendwo Müll hier noch zwischen, ne? Warte mal. Das geht, das geht, das geht, das geht, das geht auch. So. Können auch gebaut werden. Müll haben wir einmal hier oben. Da kommen sie aber nicht hin, ne? Das ist zu weit weg. Das ist bestimmt wieder so maulig und quakig und ne, und wollen wir nicht. Weil wegen ist so. So. Der passt sogar hier zwischen. Das hältst du im Kopf nicht aus. So. Da nochmal das hin. Kann gebaut werden. Ja, ich würde mal sagen, haben wir reichlich gebaut jetzt, ne? Haben wir reichlich gebaut. Das müsste jetzt also mehr als genügsam sein. So, was ist hier? Da ist gut. Schule hier oben. Läuft, ne? Lübt. Schule hier unten. Da ist noch Luft drin. Super. Alter, die sind überfüllt. Jetzt schon wieder, ne? Waisenhaus. Waisenhausberg, doch hast du nicht gesehen. Motiv hat ihn nicht vorhanden. Elternteil hier. Der sitzt, oder was ist das hier? Bergdorf-Gefängnis. Okay. Was haben wir hier? Nicht vorhanden. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Doch, da. Lebt in. Okay, ja klar. Elternteil, da ist wieder ein Elternteil. Wo ist das hin? Sitzt auch im Knast. Was sollen wir dazu sagen? Was sollen wir dazu sagen? Lieber nicht viel, ne? Lieber nichts. So. So, die rauben uns ja natürlich auch eine ganze Menge Leute, ne? Eine ganze Menge Arbeiter. Also, oder auch nicht. 10 sind erlaubt, ne? Aber die ganzen Schüler hier, das frage ich mich, wo die ganzen Schüler abbleiben. Warum die nicht zur... Ja, zur Schule wollen, ne? 6. Warum? Oder liegt das daran, weil nicht genug Platz ist? Dass da nicht genug Platz ist. Das kann natürlich auch sein. Oder was haben wir hier für Studenten? 36, 82, klar, hier. Ja, die, ne? Regierungsloyalität ist ein bisschen mager. Aber Leute, ne, wenn ihr lernen wollt, wenn ihr richtig fetten Job haben wollt, müsst ihr schon an uns glauben. Sonst hat das keinen Sinn.
So spielen wir da nicht mit. Nö. Ich bin echt sowas von. Ich verstehe nicht, dass wir hier nicht zu quaken haben. Kein Sport und kein. Alles gut. Alles super. Alles super tutti. Es ist echt beängstigend, warum das so ist. Warte mal, wo war das jetzt hier da, ne? So. Was läuft denn hier? Was haben wir hier denn? Propaganda. Begeisterung für Sport. Haben wir auf Null. Ja, vielleicht liegt es daran. Ne? Wenn du mit Kultur vollgeballert. Propaganda. Dann pädagogische Stärke. Das ist das Einzige, was hier vollgeknallt wird. Naja gut. Irgendwas ist ja immer. Sehr schön. So, wie weit ist das hier? Für schön abgefahren. Großartig. Hier unten wird gebaut wie Harry. Bester. Guck mal hier. Das Ding ist schon fertig, ne? Das Fleischlager. Jetzt haben wir natürlich eine super Straße gebaut. Ah ne, warte mal, hier ist unser Bahnhof. Stimmt, der Bahnhof. Ach, der muss auch noch irgendwie ran, ne? Ach du Himmel. Wie machen wir das denn am besten? Weil ich will ja auch gerne... Weil irgendwann werden wir... Na? Na? Strom? Oh oh. Junge, Junge, Junge. Das ist aber schlecht hier. Strom ist aber echt schlecht. Vielleicht bräuchten wir noch so eine... ne? So ein bisschen Strom aus dem... Aus der Erde raus. Was da mit rankommt. Aber was haben wir doch hier oben? Das Ding ist doch... Das läuft doch mit Vollgas, oder nicht? 967 Megawattstunden. Der schafft natürlich ein bisschen mehr, ne? 1400. Aber ist auch, viel mehr ist es aber auch nicht. Und trotzdem klappt das nicht. Hat keine Kohle. Doch, Kohle hat er. Kohle ist tonnenweise da. Massenhaft. Hat keine Leute. Das ist das Problem. Aber wir müssten doch genug Strom hier oben produzieren. Hier ist doch Strom ohne Ende. Das ist doch wahnsinnig viel Strom, was wir hier haben. Verstehe ich nicht. Man könnte hier oben nochmal so ein Teil bauen, ne? Das könnte man nochmal machen. Hier oben irgendwo. Was haben wir hier denn? Da haben wir einmal Wärme. Das ist doch großartig. Wärme ist gut. Aber dass er das nicht hinkriegt hier, weil der Strom, der läuft ja per ja, Vollgasleitung sozusagen hier raus, dahin. Kann man das, warte mal, kann man den Strom nicht mal gucken? Strom, 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 Strom. Spannung. Leistung. Gebäude hat keinen Saft. Na okay, das kann ja passieren. Ja. Gut. Spannungsmäßig. Hier ist nichts. Wir brauchen keinen Strom. Ist klar. Da ist noch nichts da. Ach, guck hier. Jetzt frage ich mich, warum das hier, warum das steht, wie es mal hier so ist. Keine Ahnung. Hier. Strom ist da. Zack, wieder weg. Und hier produziert er noch genug Strom. Da ist genug Saft da. Was ist denn das Problem hier? 17.000... Alter, das ist mir ein kleines bisschen zu hoch. Ganze Idee. Ich verstehe es jetzt nicht, warum das jedes Mal hier abbricht. Warum da nicht genug Strom hier rankriegt. Frag mich, ich weiß jetzt nicht warum. Ich weiß es nicht. Ist nur da oben, ne? Hier oben ist alles. Hier ist alles tutti. Hier auch. Da, okay, hier bricht ja auch wieder was zusammen. Alles gut. Jetzt wird alles mit Lot, ne? Jetzt wird alles gut. Ich verstehe das nicht. Ist mir ein Rätsel.
94.600 Volt. So. Was produziert der hier? 109.000. Fünf Leute. Ich meine, klar, da sind zu wenig Leute. Aber ich meine, der müsste der ja theoretisch hier mit mehr Produktionsdurchsatz muss der richtig hier oben liegen. Wobei 70-80%. Der müsste das Strom jetzt doch halten. Ich verstehe das nicht. Jetzt bricht er schon wieder zusammen. Ich weiß nicht, warum das ist. Keine Ahnung. Also wenn das einer von euch weiß, könnt ihr mir das gerne mal verraten. Ich weiß nicht. Alles grün. Okay, Abnutzung ist schon gut. Das sieht gut aus. Wie gesagt, ich begreife es nicht. Ist mir ein bisschen zu hoch. Ein bisschen kleine Idee. Ich verstehe das nicht. Verstehe ich nicht, warum das so ist. Was ist das Kraftwerk jetzt hier? Warte mal, wo ist denn? Hier unten da. Uns fehlen hier Leute ohne Ende, ne? Das ist das Problem. Uns fehlen hier Leute. Leute. Viele vor allen Dingen. Hast du was mit? 7 Mann, immerhin. Wo ist das hin? Busbahnhof. Ganz am Hang. Busbahnhof. Da, okay, da unten fährt er hin. Mit 40 Leuten, immerhin. Immerhin. So, jetzt muss das andere bloß gebaut werden irgendwann. Denn wenn wir die Leute haben, dann kriegen wir auch noch ein paar mehr rein. Das ist auch nicht schlecht. Und den Bahnhof können wir auch schon mal planen. Den Bahnhof. Wo bauen wir den denn am besten hin? Damit wir so viele wie möglich abgegrast kriegen, ne? Wenn das hier fertig ist. Wie weit laufen die? 300 etwas. Und hier hinten, die hier. 200 etwas, 300 Meter. Wenn der Bahnhof theoretisch hier oben wäre, ne? Dann wäre der ja wirklich zentral. Da könnte man da auch richtig was Größeres hinbauen. Ja, nicht vielleicht nicht sowas. Das wäre ein bisschen übertrieben groß. Aber so ein bisschen was mehr, ne? Was ist das für einer? Oh, das müssen wir mal. Was hat man sonst hier noch? 1000 Leute? Ein Gleis, jawohl. Was ist mit dem hier? Zwei Gleise. Und der hier? Der hat 4 Gleise. Der wäre schon nicht schlecht. Aber der nimmt unheimlich viel Platz weg, ne? Der nimmt wirklich viel Platz weg. Der nimmt wirklich viel Platz weg. Aber, ne? Leute, Begutachtung, pass mal auf. Das passt schon, wenn wir das, wenn wir hier... Da, wie gesagt, wir haben hier Kieswege, wir haben keine Betonwege, ne? Dann laufen die auch noch ein Stück weiter. Was haben wir denn sonst noch? Der ist zu klein fast, ne? Der ist fast zu klein. Oder reicht der? Vor allem Fragezeichen, wie viele Züge wollen wir da durchfahren lassen? Wie viele? Was ist das denn hier? Das ist ein Endbahnhof. Ja, das ist riesig. Der ist viel zu groß. Der ist sehr groß. Was ist das für einer? 2. Wie viele Leute gehen darauf? 1600. Was haben wir sonst noch? 4000. Ach ja. Ich meine, schlecht sieht er nicht aus. Wo ist denn hier? Da ist er. Was ist das hier? Was war der hier? Was haben wir sonst noch? 1300 etwas. Das wäre einer mit... Ja, ist auch so riesig, ne? Ja. 2000. Das was Modernes. Das mal was richtig Modernes. Aber auch wieder keine... Ich möchte ja gerne was haben mit Straße, ne? 3000. Ah. Wie passt er da rein? Hier einen Bahnhof reinprügeln, so groß. Gehen wir da die Straße auch irgendwie und die Gleise irgendwie raus? Das wäre ganz cool, ne? Ich glaube, ein Zweigleiser dann langt auch.
So viel Verkehr ist da doch nicht drin. 1500. Das ist ein kleines Feindes. So, 1500 Leute. Müsste reichen, ne? Oder? Komm, der muss reichen. Das muss gehen. So, Bahnhof verpflanzt. Kann auch gebaut werden, Freunde. Dann müssen wir mal sehen, wenn wir erstmal soweit sind hier. Wenn das hier fertig ist, ne? Dass wir dann mal gucken, wie wir weitermachen. So. Stau und Stockener. Ja, das ist aber nicht so schlimm. Das läuft ja alles. So, hier unten wird gebaut wie wahnsinnig. Das ist großartig. Das Ding wird auch schon gleich... Oh, sie sind fast fertig. Fast fertig. Dann kann er auch fast schon bald eine Lok losdüsen. Ja, wenn das denn soweit ist. Und hier, wie gesagt, auch, dass wir hier nochmal rankommen. Wie wäre es am günstigsten? Ach, wie machen wir denn die Gleisverbindung hier? Wie bauen wir denn hier das Gleis raus? Fragen über Fragen. Na, mal kurz überlegen. So, ich bin gleich wieder da. Sekunde. So, hat von euch da eine Idee, wie wir das am besten machen sollen, können? Was wäre das Günstigste? Oder sollen wir hier wieder einen Kreisverkehr bauen? Weil irgendwie müssen wir beide Richtungen irgendwie abdecken. Wir müssen irgendwie in beide Richtungen, ne? Dass er hier rauskommt, da reinkommt, das müsste ja abgedeckt sein. Wie passt das am besten? Hier raus? Das könnte fast klappen, ne? Das könnte sogar was werden. Wir können ja mal ein bisschen rumüben hier. So, warte mal, den anderen. Da haben wir einen, ne? So, den auch hier raus suppeln. So. Das würden die da hier verbunden werden. Zack. Jetzt muss der auch noch irgendwie hier ran, ne? Das haut sogar hin. Nach links durch Bahnhof und Wendeschleife. Hier durch den Bahnhof durchfahren. Also den, wenn du so willst, hier anklemmen. Irgendwo hier da dran. Dass er hier rauskommt. Und dann hier hinten eine Wendeschleife einbauen. Könnte man machen. Aber dann ist das Problem, er soll ja mehr Korn hier runterbringen. So, einmal den Korn hier runterbringen und vor allen Dingen soll er mir das Fleisch nachher, wenn du so willst, wegfahren. Andersrum reicht das ja schon so. So langt das ja. So kommen wir überall hin. Ne, das wäre so möglich. Das wäre ja, das würde ja gehen. Ich hätte ihn aber auch gerne auch in die andere Richtung gehabt. Aber ich glaube, das ergibt sich nachher, ne? So lassen wir das. Jetzt hätte ich das gerne geplant, gebaut gekriegt. Dafür müssen wir aber leider... Hier müsste eine Kreuzung rein. Oder hier unten irgendwo her, ne? Hier müsste irgendwo eine Kreuzung hin. Hier noch eine Kreuzung rein. Wie heißt hier? Oh, warte, was ist das denn? Was ist da denn passiert? Oh, was ist denn hier passiert? Da stimmt doch was nicht. Warte.
So, die war gar nicht verbunden. Na, guck mal einen an. Jetzt müsste irgendwo hier noch ein Kreuzel rein. Ob das so in Ordnung ist? Ja, ne? Das müsste gehen. So, dann hat mir das mich zusammen. Dann kommen wir da nämlich auch ran. Dann können sie den Kram nicht von unten holen. Genau. Das Problem ist bloß, wenn wir nachher kein Korn mehr hier unten haben. Wo war es denn hier im Bahnhof? Warte, da hier. Wenn wir hier nachher kein Korn mehr haben, wenn das hier nachher leer ist wieder, dann müssen wir... Na, wir können das nicht aus der Stadt holen, das geht nicht. Das ist schon, das lassen wir so bleiben. Das ist gut so. Das lassen wir so stehen. Das ist gut so. Ach komm, investier mal. Wir investieren mal richtig. So, bitteschön. Signale. So, einmal. Warte mal. So. So rum. Und einmal hier oben das gleiche, ne? So. Siehst du wohl. Klein und fein. Passt schon. Siehst du wohl. Haben wir das auch hin. So, der Rest muss nur gebaut werden, dann haben wir das nämlich auch. Dann können wir nämlich anfangen, die ersten... Na, sag mal schnell. Das erste Korn noch hochzufahren. Wie viel haben wir denn jetzt da? Wie viel Körnchen haben wir denn hier drin? 1800? 2000? 1900? 2000? Okay, und hier oben? Ja, das, da geht was durch, ne? Der powert hier echt was durch. Klamottenmäßig aber auch. Das kriegen wir gar nicht mehr so weggefahren per LKW. Da können wir fast schon, ja, man kann fast schon da einen LKW hier in den Zug mal fahren lassen. Mit dem Gedönse. Aber da noch einen Anschluss bauen, das ist schon wieder so eine Sache. Tu das nötig oder was? Warte mal, wie viele Anschlüsse haben wir denn hier unten? Warte mal, mal gucken. Leider hier drüben bloß. Da haben wir noch einen Anschluss. Sonst hatte ich gedacht, hier unten noch ein Lager bauen. Ne? Ein Lager für solche Sachen wie Klamotten und so Krams. Dann können wir das nämlich alles für den Export nehmen. Dann können sie hier ranfahren. Ja, das ganze Zeug, die Klamotten zum Beispiel, wenn da Überschuss ist. Hier in den Lagerlagern sozusagen. Weil wenn ich jetzt hier oben... Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo noch wieder... Doch, wir könnten hier auch noch rauskommen. Wir könnten hier auch noch rauskommen und hier noch einen kleinen Bahnhof bauen. Das würde noch gehen. Würde auch gehen. Warum eigentlich nicht? Warte mal, was haben wir denn hier? Frachtbahnhof. Das ist ja auch so ein... Ja, das ist mal so ein ordentlicher Klotz, ne? Frage ist nur, wie kommen wir denn da hinten kommen wir ran? Da hinten ist eine Straße. Die würde ich ja gerne nutzen, weil wegen Brandgefahr, ne? Wenn es brennt. Und wenn wir zu viel Lebensmittel, also jetzt Quatsch, Alkohol und Lebensmittel, also Essen haben, dann können wir immer noch sagen, hier, das Zeug wird verkauft. Das wird dann hier rüber gefrachtet, ne? Hierher. Das können wir auch machen. Warte mal, ich ziehe das mal so weit wie möglich hier rüber. So, zack, dahin. Ist nicht gebaut, ne? Nee, alles klar. Gut. So, das da. Und dann muss das hier nochmal weg. Zack, das wollen wir nicht haben. Das ist in Ordnung. Und die Straße nochmal raus. So, und zwar kriegen wir die Straße so raus. Bis dahin. Na, ja. Geht sogar. Ja, dann mal ran, Jungs. Das kann auch gebaut werden. Dann versuchen wir mal, das Gleis hier vorne auch mit reinzukriegen. Das haben wir hier eine ziemlich größere Kreuzung, aber mein Gott, das ist denn so. Ne, wenn wir irgendwo, keine Ahnung, gehen wir da noch mit hin, hier raus. Ja, die würden wir noch hier rauskriegen. Daneben wollte ich das eigentlich gar nicht. Ich wollte die da raus haben.
So, jetzt wenn ich jetzt hier neben baue, kriege ich das auch raus? Nee, ne? Was war das Signal, wie ich jetzt, ne? Na klar. Warte mal, vielleicht machen wir das nochmal. Chain-Signal. Dahin, ne? Das andere nehmen wir mal raus hier. Zup, so. Läuft das alles? Ja, läuft, ne? So, Gleise. Mal sehen, was wir hier rauskriegen. Er will ja nicht raus, weil... Zugsignal ist im Weg. Ach da, das geht. Das hätten wir jetzt raus. Wunderbar. Jetzt können wir bis dahin, ne? Und den auch. Gell? Ja, es ist echt nicht viel Platz, ne? Also, hier ist auch ein ganz komischer Knick. Ganz furchtbar. Warum ist da so ein merkwürdiger Knick drin? Was ist denn da wieder los? Das sieht besser aus. So. Sind die irgendwie angeschlossen? Ich hoffe mal. Das ist eine wilde Kreuzung auf jeden Fall. Ach. Ja gut, aber es nützt ja nun mal nichts. So. Dann machen wir hier nochmal eine kleine Kreuzung rein. Zack. So, hier auch. Sups. Und dann, ja. Ach, jetzt haben wir das Bauamt angestiftet, ne? Warte mal. Warte mal, das Bauamt ist angestiftet. So, ach du Schande. Warte mal. Kommen wir da noch nicht daran? Ja, so rum. So rum, das passt. So. Ich würde sagen, so lassen wir das. Wir bauen es aber fix, ne? Wir sind mal so frei. Hier bin ich unten genauso. So. Haben wir. Ja, so eine knutschige kleine Kreuzung, muss ich sagen, ne? Die ist doch schon mal... Doch, die hat was, ne? Knotenfaktor hoch 12. So, aber da müssen wir, wie gesagt, rauskommen auf jeden Fall. Wenn wir noch weiter müssen. So, wie weit ist das denn hier? 85. Läuft. Gut. Ja, das muss ich überhaupt, wie gesagt, wird fertig gebaut, dann können wir hier mal Leute hinschaffen. Wenn wir welche hätten, haben. Weiß ich jetzt nicht. 129, okay. Aber das hier oben ist auch noch am Start. Das wird auch gebaut. Ne, da kommen wir dann auch ran, holen hier Leute weg. Einer ohne Job. Das ist mal 1%, ne? 57, das ist echt nicht viel. Aber noch so viele bei Muttiwohner, warum? Warum sind die noch bei Muttiwohner? Weil wir hier noch Platz haben. Das ist bestimmt nicht nach deren Kriterien. Da wollen wir nicht wohnen. Nein, nein, nein. Wir wollen hier wohnen. Ne? Hier wollen wir wohnen, weil es hier alles proppenvoll ist. Ach du Schande. Hat die Fleischproduktion Strom? Schnee halt. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist kein Saft. Nee. Strömchen ist nicht da. Haben wir nicht. Aber das ist ja... wird schon ein Problem werden. Doch, hier ist, da sind Anschlüsse. Hier ist noch Strom da. Gut. Das könnten wir mal hier hochkriegen, ne? Strömchen wäre schon ganz, ganz nett, ne? Irgendwie so ein bisschen. Bisschen Strom hier hoch wäre echt ganz cool. Warte mal, wie machen wir das am besten? Den hier mit ran. Der ist da bestimmt nachher im Weg. Das habe ich doch garantiert irgendwie so im Urin. Ich weiß nicht. Warte mal, wie mache ich das am besten? Kommen wir überall hin? Ja, ne? So, da mal hin. Und dann halt eben... Ich hab das nicht so, was, wenn du hier 2,
3, 5 Megawatt rauskriegst und hier 1,4. Man müsste lang. Komm, das langt. Mehr gibt es nicht. So, fertig mit dem. So, bitteschön. Was doch schon wieder so einen merkwürdigen Knick. Ist furchtbar. Warum macht er so einen furchtbaren Knick immer? Das ist, ne? So. Das zum Abgewöhnen. Bitteschön. Ja gut, das hätten wir auch nicht bauen brauchen. Aber na gut, jetzt ist Strom da. Strom ist da. Ich weiß gar nicht, wie das mit Wasser ist, ne? Wasser brauchen wir auch noch hierher. Aber gut, das müssen wir das nächste Mal machen. Mal gucken, was haben wir denn hier? Wasser, Abwasser muss hier noch her. Das haben wir noch gar nicht. Aber Wasser ist ja auch hier. Da oben ist ja eine Wasserleitung. Ne? Die können wir mal hier runter zuppeln und dann mal hier ein kleines Türmchen hinstellen. Das wäre ja möglich, ne? Dass wir da nochmal Wasser rankriegen. Weil ich weiß nicht, ob der hier in der Hand direkt einen Anschluss hat. Das weiß ich jetzt noch nicht. Müssen wir mal gucken, wenn es soweit ist. So. Gut, aber für diese Folge soll es gewesen sein. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sagen bis zum nächsten Mal.